meine Lieben, ja, ich möchte euch zeigen, ich habe erzählt, dass ich von Doreen Dietz mal wieder Sachen bestellen möchte. Und das habe ich gemacht, und zwar, weil ich ja Dreadschmuck basteln möchte. Ich habe hier schon meinen kleinen Karton. Ich kipp das gerade einfach mal so dahin. Und fangen wir hier mit den Holzperlen an. Die sind ziemlich unspektakulär. Einmal hier so blaue oder türkis, nicht blau, türkis farbende Holzperlen. Sehen halt so aus, sind wirklich ganz schmale. Eigentlich hatte ich geguckt, dass ich bei den Löchern immer so bestelle, dass die Löcher 5 mm haben, aber irgendwie hat das nicht so wirklich geklappt. Aber egal, so. Auf jeden Fall ist das, falls ihr sie bestellen wollt, diese Nummer. Ja, das gleiche Spiel nochmal in bunt. Erstmal wieder die Kamera finden. Das ist so. Jawohl. Und die hier in groß. Und die gehen auch tatsächlich vom Loch her. Auf jeden Fall. Das sind die 5 mm. 6 bis 7. Ja, und wie gesagt, hier weiß ich jetzt gar nicht, ob ich die trotzdem bestellt habe, obwohl sie klein sind, weil man ja auch manchmal Perlen so Zwischenschmuck nimmt. So, ich habe meine Haare gerade zusammen. Ich muss die gerade mal aufmachen und mal nach vorne kramen. Und dann kann ich euch mal zeigen. Jetzt muss ich mal ein bisschen dickeren. Ich habe sehr dünne Dreads. Mit Absicht. Wollte unbedingt dünne Dreads. Obwohl ich jetzt manchmal schon denke, ein bisschen dicker wäre gar nicht so schlecht. Aber sind auch so 2, 3 dickere dabei. Der hier zum Beispiel. Das ist mal einer, der ein bisschen fetter ist. Ja, und dann nehme ich mir hier mal den Dread und packe mal da die Perle drauf, um euch mal zu zeigen. So. Ja, finde ich mega schicki. Mal ein bisschen größer. Finde ich aber auch total schick. Auch die Farbe ist schön. Ja, ich habe sonst im Moment eigentlich nichts weiter in meinen Dreads drin. Ich bin aber auch gerade erst aufgestanden, muss ich dazu sagen. Ja, den Rosanen lasse ich gleich mal drin. Das ist ein bisschen schade, weil hier sind doch schon 5 drin. Ja, 5 geht noch. 5 ist okay. Ja, und von den Petrolfarbenen werde ich mir auch einklauen. So, dann einmal für euch hier die Nummer. Zack. Hier sehe ich gerade, da haben sie auch nochmal die Perlen mit reingepackt. Ich gehe jetzt hier mal Tüte für Tüte vor. Ja, das sind hier nochmal die gleichen. Die haben auch die gleiche Bestellnummer, brauche ich euch also nicht nochmal zeigen. Ja, ich mache mal mit Perlenkrams weiter. Also ich habe hier alles nur Holz- oder Metallperlen, weil wie gesagt, dieses Plastik möchte ich nicht mehr haben. Und ja, hier haben wir dann schwarze, weiß ich nicht, warum sie hier am Ende eine kleine jeweils noch mit dran gemacht haben. Das ist ein Geschenk. Auf jeden Fall hier so eine Kette mit Schwarz, weil ich mir dachte, ja, dunkel kannst du auch mal gebrauchen, musst du nicht immer nur deine Farben. Und dann aber, ja, ist halt so, ne? Die Farben, die einem am liebsten sind, die kommen dann irgendwie doch wieder drin vor. Und das ist hier diese Bestellung. Oh, warte mal, geht das? Na, so, ja, perfekt. Genau. So, dann habe ich hier Teile, die halt mit auf den Draht drauf sollen. Also ich habe halt, wie gesagt, vor, damit Schmuck für Dreads zu machen und diese dann auch auf meinem Online-Shop zu verkaufen. Da, so sehen die aus. Kommen wir weiter hier rüber. Dann. Genau. Ja, fand ich ganz süß. Und die sind halt dafür da, um dann mit auf den Draht gezogen zu werden und da eben ein bisschen zu verschönern. So, hier habe ich dann auch nochmal solche Perlen. Die sehen so ein bisschen aus wie Muscheln. Schnecken eher. Schnuschelpapierchen. Und hier haben wir diese Bestellnummer.
Ja, hier haben wir Quetschperlen. Einmal in so dunkles Gold. So, aber die Bestände. Und hier habe ich die nochmal. Also die gleichen. Ich brauchte halt von dieser Farbe nochmal ein bisschen größere. Aber ich sehe auch, die sehen kleiner aus, als ich die in der Beschreibung in Erinnerung habe. Weil ich wollte eigentlich zu große haben. Aber doch, die passen. Doch, die sind. Ich hatte die nämlich ausgemessen. Ah, doch. Könnte knapp passen. Ich bin ein bisschen kleiner. Aber es ist okay. So, lege ich jetzt erstmal die Seite, brauche ich noch nicht im Schrank. So, dann habe ich hier nochmal so Teile, wo ich dann zum Beispiel die Federn und so dran festmachen kann. Wo ich die Federn quasi reinquetschen kann. Und ich habe festgestellt, mit diesen Dingern zum Umklappen, also die hinten offen sind, na komm, so, die sind ja wie da zum Beispiel, bei denen hinten offen. Und das geht besser als mit denen, die komplett geschlossen sind. Da, die lassen sich besser zumachen. So, dann haben wir hier diese Bestellung. Und ja, hier habe ich schon mal ein Teil, was so auch über die Dreads quasi einzeln gezogen werden kann. Genau. Ja, ich zeige euch die Bestellung. Das ist ja wurschtig. Ich werde die natürlich im Shop, muss ich gucken. Ich werde die irgendwie integrieren in irgendwas. Und dann hat das natürlich nicht mehr den Preis. Aber wie gesagt, der bleibt halt nicht einzeln, sondern der wird in irgendeinen Schmuck integriert. So, und hier habe ich mir Muscheln bestellt. Die sehen so aus. So bemalt. Und hinten sind die so offen. Da haben wir halt da dieses Loch. Kann man dann als Perle benutzen. Ja, fand ich auch sehr, sehr schick. Und die haben diese Nummer hier. Na, ich habe mich gerade am Papier geschnitten. Ich habe nämlich danach vor, hier für meinen Schreibtisch mir was zu bauen, wo ich meine Stifte reinlegen kann, dass sie nicht mehr stehen. Und ja, da bin ich jetzt gerade dabei gewesen, mir einen Karton auseinanderzuschneiden. Dabei habe ich mich am Karton geschnitten. So, hier habe ich Basteldraht. Und zwar sehr fein. Für diese ganze Perlengeschichte. Das ist bestimmt nur ein Millimeter. Ja, genau, ist nur ein Millimeter dick. Hier steht sogar 0,44. 0,44. Kann sein, ja. Genau, da ziehe ich euch noch Mist. Hier seht ihr. Nicht nur ein halber Millimeter. So, und da haben wir wieder die Bestellnummer, wenn es den Schatz steht. Und ja, hier habe ich ein Silber, also theoretisch das gleiche, nur halt in Silber. Doch von der Stärke her gleich aus, also wird auch 0,4 sein. Super. So, das war die erste Tüte. Zwei Folgen noch. Und ja, hier habe ich auch wieder Teile, die einfach nur so drüber gezogen werden können. Ach, ich packe es mal aus. Man einfach nur so über seine Dreads ziehen kann, wenn man denn kleinere Dreads hat. Und ja, die habe ich jetzt hauptsächlich für mich eigentlich bestellt, aber vielleicht packe ich davon auch mal was im Shop, weiß ich noch nicht. Bei solchen Sachen ist es ein bisschen schwieriger, die irgendwo zu integrieren. Das ist ja doch nicht so schön, die. Na. Ist echt nicht so einfach. So, jetzt. Da. So sieht es dann auf dem Dread aus, obwohl der Dread ein bisschen zu dünn ist für dieses Teil. Mal gucken, wie viel Millimeter das hat. 6 bis 7 Innenmaß.
Ja, und da meine du jetzt die meisten zumindest, die ist der jetzt ein bisschen fetter. Also meine Dreads sind tatsächlich 3 bis 6 mm so. Hier funktioniert es besser, so sieht es schicker aus. So, da haben wir es aber wirklich jetzt. Na komm, zeig mal. So, ja, sieht schön aus. Wie gesagt, das ist jetzt eher für mich gedacht, eher für mich gekauft als zum Verkaufen. Und die habe ich mir 5-mal geholt. So, ja, hier sind auch wieder solche Verschlussteile. Auch wieder offen auf der einen Seite. Und hier habt ihr wieder, na komm, ach Mensch, komm doch, ja, die Bestellnummer. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele da immer drin sind in der Packung. Steht das hier nicht irgendwie eigentlich immer drauf? Normalerweise stand es immer drauf, aber ich weiß es jetzt nicht. So, die hier sind auf jeden Fall zur Weiterverarbeitung. Und die sind auch auf jeden Fall für den Shop gedacht. Also einmal solche Teile, die man dann über den wirklich schmalen Dread legen kann. Mal gucken hier. Und ja, dann unten kann man dann halt nochmal Sachen dran basteln. Also sieht dann halt so aus. Und hier an diese Öse kann man dann eben noch mal was dran machen. Und ja, die werde ich halt dann halt weiter verarbeiten. Werde dann da halt noch Dread Schmuck zusätzlich dran basteln. So, dann habe ich mal fürs Nähzimmer mir ein paar Holzknöpfe. Die fand ich einfach irgendwie schön. So, hier ist noch so ein Blättchen. Ja, da sind verschiedene Knöpfe drin. Und ich fand die eigentlich ganz cool. Die sind so ein bisschen Hippie-Style, finde ich. Ja, und ich glaube, in den Tüten ist das immer wieder das Gleiche. Obwohl, hier ist nochmal was anderes, glaube ich, drin. Aber so ungefähr wiederholen die sich. Ja. Finde ich ganz schick. Und eben gute Alternative zu diesen, oder ja, besser als diese blöden Plastikknöpfe. So, hier sehe ich gerade, hier waren nochmal 4 von diesen Kronen, die ich euch ja schon gezeigt habe. Knöpfe. Hier sind dann Perlen, die packe ich jetzt mal nicht aus. Die sind auch einmal, oder packe ich sie doch aus? Ja, hier sieht man es. Da ungefähr sieht man es. Und ich kann es auch nochmal nachmessen. Ja, so 3 bis 4 mm. Ja, wenn man ganz, ganz dünne Dreads hat, dann kann man das da drauf machen. Ich weiß gar nicht. Vielleicht auch so eine ganz dünne Strähne, da passt das vielleicht sogar. Ist halt so ein Strang. Wie gesagt, sind alles Holzperlen. Und ich weiß irgendwie gar nicht. Ach, also irgendwie ein Knoten. Ich verstehe das gar nicht, wie die das geschafft haben, dass der Knoten da so. Ich will es jetzt nicht runter machen, sonst würde ich es jetzt mal draufziehen. Aber das könnte so in etwa passen. Unten, oben wird er natürlich dicker, aber also man kann es als Endding machen. Aber wie gesagt, die meisten haben ja nicht so dünne Dreads. Die meisten haben ja doch schon dickere Dreads. Und ja, ich werde das als Zusatzdeko halt benutzen, mit, wie gesagt, in Verbindung mit Draht. So, hier kann ich euch auch nochmal die Bestellnummer zeigen. Jawohl. Und dann haben wir hier solche Perlen, die dann eben auch wieder so längs durchgehen. Und auch eben auf den Draht gezogen werden. Die fand ich auf jeden Fall auch ganz schick. Mal gucken. Jetzt. Da habt ihr die Bestellnummer. So, eine Tüte, dann haben wir es geschafft. Und da kommt auch gleich ziemlich zum Anfang was, über was ich mich echt geärgert habe. Das habe ich auch noch gleich 2-mal bestellt, in verschiedenen Ausführungen.
Da haben sie auf jeden Fall die Innenmaße viel kleiner angegeben. Das sind hier Riesenklopper. Also die sind hier bestimmt, gucken wir mal, ja, 2 cm Innenmaß hat das. Und da stand irgendwas von, ich glaube, 12. Genau, und ja, jetzt sind das hier 2 cm, also statt 12 mm ist natürlich ein Riesenunterschied. Und ja, es gibt Leute, die haben so dicke Dreads. Aber ja, ich werde wahrscheinlich ein paar davon fertigen, weil die sehen eigentlich echt schick aus. Auf der anderen Seite sind die halt komplett offen, da sieht man dann komplett den Dread und hier und dann noch eine schöne Öse, um das zu verschönern. Aber wie gesagt, ist halt doch sehr groß. Da muss ich erstmal jemanden finden, der dann so große Dreads hat. Jawohl. Und dann habe ich nochmal die fetten Teile, aber in einem anderen Style. Und zwar so. Mit ja, Sternchen und Herzchen. Fand ich auch ganz süß, aber wie gesagt, hat halt eine ganz andere Größe, als es angegeben war. Das ist echt schade. Komm. Komm jetzt. Da ja, das. Genau, ja, da habe ich mich jetzt natürlich ein bisschen drüber geärgert. So, hier sind wieder die Teile, die man zwar so drüber ziehen kann, die ich aber durchbohren möchte und dann eben da noch Sachen dran machen möchte. Hatte ich euch, glaube ich, vorhin schon mal gezeigt, die Bestellungen. Zeige ich euch nochmal, da habe ich jetzt ein Stück von bestellt. So, hier sind auch wieder Teile, die noch weiterverarbeitet werden sollen. Und zwar wieder solche, die man halt so über den Dreh ziehen kann und dann eben an die Öse noch was dran basteln kann. Das sind diese welche. Hier habe ich wieder Perlen zum Weiterverarbeiten. Und die sind so ein bisschen gedreht. Fand ich auch ganz süß. Und natürlich hier wieder, ne, so geht es so durchgehend. Und hier seht ihr es auch nochmal. Ja, halt so ein bisschen gedreht. Fand ich ganz schön. Gut, auch wieder. Ja, jetzt sieht das noch sogar noch mal besser. Hier sind wieder Verbinder, diesmal aber in Silber, also nicht Verbinder, sondern hier diese Verschlussdinger, die man, wo man auch eben zum Beispiel die Federn mit festmachen kann. Dann wird das nicht hier nochmal muscheln, allerdings hier mit diesem Auge. Ja, im türkischen Raum oder bei den Muslimas kennt man das halt. Das ist halt bei denen so ein Schutz. Ich habe hier auch so ein Ding hängen, das habe ich nämlich von meiner allerliebsten Freundin bekommen, von meiner allerliebsten persischen Freundin bekommen. Okay, jetzt habe ich den ganz abgebaut. Da habe ich das auch hier hängen. Genau, das hat sie mir mal geschenkt. Das soll mich beschützen. So, und jetzt muss ich meine Lampe hinter. Anbasteln. Ich werde heute mal nicht so viel im Video rumschneiden. Ihr müsst jetzt alle Sachen mal so ein bisschen ertragen. Ich habe einfach keine Lust, groß mich heute mit Schneiden aufzuhalten. So, dann habe ich hier nochmal so Holzperlen. Die sind aber ganz, ganz leicht. Also wirklich mega leicht. Das ist hier eher wahrscheinlich so ein Presspappenzeug. Stand zwar Holz, aber ja. Oh, ich fand die auch sehr, sehr schön, um mal zwischendrin so ein bisschen was Perlenmäßiges zu haben. Und so ein bisschen Naturfarben finde ich für Dreads auch immer sehr schön. So, zack. Ja, und als Anhängezeugs werde ich dann halt Sachen benutzen, die
ja, ich irgendwann mal gekauft habe. Zum Beispiel die Sachen, wo ich mich so drüber geärgert habe, die ich bei der Messe gekauft habe in Dortmund damals, die so mega teuer waren, wo ich halt diese, ich zeig's nochmal, so, hier, so eine Tüte voll. Also wenn man bei Doreen Beats dann solche Sachen hier bestellen würde, dann bezahlt man da ein paar Euro für und da hat so eine Handvoll da über 20 Euro gekostet oder noch mehr. Also es war richtig, wirklich richtig teuer. Und ja, die werde ich auf jeden Fall mitverarbeiten. Unter anderem, ich habe ja auch noch andere Teile, aber die werde ich halt mitverarbeiten. Und ich hoffe mal, dass sie dann halt auch ein bisschen hochwertiger sind. So, dann habe ich mal was, was für mich sehr untypisch ist. Aber da ich ja Christ bin, würde ich mir sowas nicht in die Wohnung stellen. Aber ich weiß halt, dass viele Leute, die halt Reds tragen, sowas Indisches oder ja, halt sowas Fernöstliches mögen. Ja, komm, Scharfstängel. Ja, und da habe ich solche Teile und die werde ich dann wahrscheinlich, das sind halt auch Perlen und die werde ich wahrscheinlich als Enden dann benutzen, dass die dann unten dran baumeln. Die sind auch recht schwer, die sind gar nicht so leicht. Hier habe ich wieder welche zum Weiterverarbeiten. Die sehen so aus, finde ich total schön. Also die, davon werde ich mir persönlich natürlich auch was machen. Wie gesagt, das ist jetzt nicht alles nur für den Shop und zum Verkauf, sondern eben auch für mich. Ja, seht ihr mal, mein Dread, der muss unbedingt mal wieder nachgehäkelt werden. Der franzt schon so. Und da ist halt diese Öffnung, wo man dann noch was dran dekoriert. Ja, aber der muss halt unbedingt weiterverarbeitet werden. So, dann haben wir hier noch drei Teile. Und dann habt ihr es geschafft. Ja, hier auch nochmal Teile, die man schon direkt über den Dread ziehen kann, die auch doch relativ viel Platz haben. So, der ist auf jeden Fall zu klein, dieser Dread dafür. Also der hat hier auch eher 5. Ja, so geht es besser. Der hat hier wohl so 4 bis 5, denke ich mal. Ja, genau. 4. Schade, dass man es immer nicht so schön sieht. So sieht es aber schick aus. Genau. Ja, und da weiß ich noch nicht, ob ich die so mit benutze oder ob ich die dann irgendwie auch wieder durchbohre. So, und hier habe ich noch 2x Perlen, die eben dann auch dünne Löcher haben und einfach auf den Draht mit drauf sollen. Bei denen hier ärgere ich mich schon, dass ich nicht noch mehr gekauft habe, weil die sind echt mega schön. Die glitzern und funkeln. Sehen die aus und die sind halt so, ja, so, keine Ahnung, Perlmut oder schimmern halt ganz, ganz bunt. Und ja, das gleiche nochmal, aber ohne Schimmern, einfach nur in dieser Farbe hier. Genau. Ja, und das war's. Und jetzt habe ich auf jeden Fall genug zu tun, hier mir ein bisschen was zu machen. Ja, falls ihr euch wundert, warum ich hier so einen komischen Faden um die Hand habe. Die Nachbarskinder, die ja, sind sehr, sehr herzlich und die kleinste von denen, die hat mir hier so ein Bändchen geflochten. Und ja, deswegen trage ich das natürlich um mein Ärmchen. Okay, ihr Lieben, das war's von mir. Ja, war doch einiges und mal gucken, ob ich das ein oder andere Video auch mache und euch mitnehme, wenn ich was bastel oder auch nicht. Ich zeige euch auf jeden Fall mal eine Sache, die ich schon fertig habe. Das ist das hier. Das ist auch tatsächlich schon im Shop. Das werde ich dann mal unten verlinken. Und da ist hier so eine. Das ist allerdings noch leider Plastik. Ja, das habe ich leider noch in Plastik bestellt. Dann habe ich hier so einen Draht immer wieder drumherum gewickelt, bis so,
bis das Ganze eben ja, zu war. Hier ist dann so ein Schmetterling dran. Ja. Und dann geht es hier mit dem Draht auch wieder weiter und dann eben bis runter zur Feder. Ja, sieht super schön aus. Das mache ich jetzt aber nicht in meine Haare, um es euch zu zeigen, weil, wie gesagt, das soll ja verkauft werden. Genau, so. Ja, ihr Lieben, das war's. Und euch wünsche ich auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ich werde mich gleich ransetzen und werde hier noch ein paar Aufbewahrungsteile basteln. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall bald wieder. Tschüss.